Willkommen zurück zu Indiana Jones 3, der letzte Kreuzzug. Es müsste die Folge Nummer, keine Ahnung, 15 oder so sein. Ich bin immer noch dabei, die... kaputte Aufnahme nachzustellen. Das ist gerade die Wache, die ich letztes Mal erwähnt habe, die hier so patrouilliert. Hier unten ist der Gang zurück zur Treppe. Da links ist der Gang nach oben, wo die drei Räume sind. Links mit der Alarmanlage, in der Mitte die verschlossene Tür, die man nur von innen öffnen kann. Rechts in den Raum mit der einen Wache, wo die Tür rüberführt in diesen Raum. Und das Fenster nach draußen, mit dem man in den Raum mit der verschlossenen Tür und in diesen Raum per Fenster reinkommen kann. Und hier gibt es einen neuen Raum, in dem war ich noch nicht, in dieser Aufnahme. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was es da so Tolles gibt. Deswegen schaue ich einfach nochmal rein. Und man sieht eine weitere Tür. Ab durch die Mitte. Let's go! Was kann schon schief gehen? Es gibt hier einen weiteren Raum mit nichts. Eine weitere Tür. Oh. Verstehe. Das führt wieder ein Stück zurück. Da besteht natürlich die Gefahr, dass die Wache den Indy erkennt. Gerade ist sie nicht da. Das heißt aber, sie müsste gleich hochkommen, hier rüberlaufen. Jetzt hat sie sich hoffentlich wieder umgedreht. Also, da ist sie gerade runtergelaufen. Schnell hier runter. Dann. Ich zeige einfach mal, wie das mit dem Umgehen funktioniert. Jetzt kommt sie und jetzt kommen wir nämlich hinterher. Jetzt ist man hinter der Wache. Ab hier nach oben. Da sieht sie ihn wieder nicht. Weil die Wache irgendwie einen eingeschränkten Sichtwinkel hat. Die ist wahrscheinlich total betrunken. Und jetzt ab hinterher und da hoch. Los, schnell. Hey, drittes Stockwerk. Sehr schön. So weit war ich noch nicht. Das heißt, die neue Folge beginnt. Und damit ist das die erste Folge nach der kaputten Aufnahme, wo wirklich wieder was Neues passiert. Oh, hier ist eine Wache. Nein, 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 schnell weg. So, ich warte mal die Wache noch kurz ab und dann schleiche ich mich hinter der Wache in diesen Raum hinein. Ich meine, wahrscheinlich kriege ich die Wache schon irgendwie dazu, mich nicht anzugreifen. Oh, das Führerhauptquartier. Wahrscheinlich kriege ich die Wache schon dazu, mich nicht anzugreifen, aber warum soll ich das Risiko eingehen? Wenn es einfach nicht nötig ist. Und da ich jetzt gerade beim Oberst im Büro bin, will ich einfach mal sofort speichern, bevor hier noch irgendwas schief geht. Weil ich weiß ja nicht, was da alles passieren könnte. Es ist auf jeden Fall hier richtig, weil wir erinnern uns an die Zwischensequenz. Der Oberst hat die Kombination für den Safe aufgeschrieben und in dem Regal deponiert, in einer Schublade. Allerdings war da ja der Hund vorhin. Hier gibt es jetzt gerade nichts, deswegen gehe ich auch mal ein Stück weiter. Und da ist der Hund. Ich fürchte, der Hund lässt nicht mit sich reden. Mit einem Buch kann ich den wohl auch nicht ablenken. Mit Bier vermutlich auch nicht, aber vielleicht mit Schweinebraten. Gib Schweinebraten an Hundi. Huhu. Und jetzt geht er in sein Führerhund Hauptquartier und futtert seinen Schweinebraten. Na super. Boah, das hat sich ja voll gelohnt. Das war bestimmt voll der ätzende Kampf gewesen. Sau gut. Ein Pokal. Nimm den Pokal. Das funktioniert. Dann haben wir hier einen Aktenschrank. Öffne den Aktenschrank. Ah, er geht gleich zur richtigen Schublade. Schade, ich wollte jetzt erst die anderen untersuchen, ob es da noch was Tolles gibt. Was gibt es denn? Ein Passierschein. Ohne Unterschrift, mit einer Safe-Kombination auf der Rückseite. Ja, nimm den Passierschein. Nimm ihn. Passierschein. Ich weiß gar nicht, welcher Passierschein war das bei Asterix? Keine Ahnung. Ist da noch was drin? Nichts Nützliches. Okay. Dann schließe die Schublade lieber wieder. Nicht, dass da noch irgendwer
merkt, dass da irgendwer war. Also andere Schubladen öffnen. Ich habe nochmal versucht, funktioniert nicht. Ich habe die Kombination. Ich kann leider draußen auf dem Flur nicht speichern. Deswegen speichere ich hier nochmal schnell. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass ich nur laden darf, wenn ich sterbe, aber über Speichern habe ich ja nie was gesagt. Und es hat einfach gerade super geklappt mit dem Hund und dem Passierschein. Hier ist gerade eine Wache. Deshalb würde ich gerne das Risiko. Ja, auf das Risiko hin, dass die Wache mich entdeckt. Scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Ab nach unten, ab durch die Mitte. Weg, weg, weg in die. Nein, das hat nicht geklappt. Entschuldigung. Na gut, hier ist Sperrgebiet. Aber. Wie ist der Wachdienst? Langweilig. Willst du ein Bier? Hier, nimm doch ein Bier. Er trinkt nicht im Dienst. Schade. Das Einzige, also ihr merkt schon, wenn man ihm was anbietet und er will es nicht, dann ist das nicht irgendwie Bestechung und böse und deswegen verprügelt er mich. Nein, er sagt einfach nö, danke und dann geht's weiter, als wäre nichts gewesen. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, zumindest bei denen, die ich es probiert habe, in der letzten Aufnahme, die ihr leider nicht gesehen habt, ist Geld. Ich habe nämlich Geld versucht anzubieten und daraufhin hat er mich versucht zu verprügeln. Das würde ich hier gerne nämlich lassen. Und ich bin mir gerade nicht sicher, was ich ihm erzählen soll. Das mit den Befehlen, das hat bisher eigentlich schon mal geklappt. Deswegen versuche ich es einfach nochmal. Ja, Junge, hast du denn die Freigabe dafür? Aber du brauchst einen schlagkräftigen Beweis. Dann zeige ich dir doch den Passierschein. Zeig ihm den Passierschein. Nicht draufhauen. Nein! Ach, Indy. Nicht immer so aggressiv. Nicht so aggressiv, Indy. Du kannst doch nicht kämpfen. Na. Das wird nix, oder? Komm, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Puh. Aber jetzt ist die Ausdauer wieder auf Null runter. Mal schauen, wie es weitergeht. Nichts zu finden, ja, egal. Ich habe direkt davor gespeichert, also falls ich jetzt irgendwie noch in den Kampf komme, kann ich direkt nochmal laden. Ah, das ist natürlich blöd. Ich finde es ein bisschen ätzend. Ich habe in der letzten Aufnahme, also in dieser bisher noch nicht, weil ich jetzt alles weiß, wie alles funktioniert, bis eben, also in dem letzten Stockwerk, in das ich jetzt wieder hingehe, da weiß ich, wie alles funktioniert, aber ich habe mich in der letzten Aufnahme auch schon ein bisschen drüber ausgelassen, dass ich finde es ziemlich unlogisch. Verdammt, verdammt, verdammt. Schnell weg, schnell weg. Nein, hier, weg, 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 weg. Da rein. Okay, es hat mich nicht gesehen. Ich finde es zum Teil ziemlich unlogisch, wie man die Leute überzeugen kann. Und es gibt bei jeder Person halt scheinbar nur genau eine Lösung. Und bei der einen Wache unten in dem Gang, ganz am Anfang, vor 2 Folgen, glaube ich, war die Lösung, ihr einfach das Bild in die Hand zu drücken, was total absurd war. Und manchmal denke ich mir auch, also zum Beispiel bei der Wache oben vor der Alarmanlage, es ist ja klar, dass so jemand in der höherwertigen Uniform nicht kommt zur Ablösung und es ist irgendwie auch klar, dass man so eine Wache nicht einfach zum Kommandanten schickt. Aber ich glaube, die dritte Option war es. Also eine Option von denen erschien relativ logisch. Und ich habe einfach das Gefühl, dass man im Spiel durch Nachdenken die Lösung, zumindest hier auf Schloss Brunwald, einfach nicht wirklich erraten kann oder nicht erahnen kann. Und das finde ich eigentlich ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also Schloss Brunwald überzeugt mich bisher noch nicht so richtig. In Venedig fand ich das ziemlich schön, in den Katakomben unten mit dem Haken und der Peitsche und so. Das war ziemlich gut gemacht. Aber hier Schloss Brunwald finde ich jetzt eher nicht so toll. Die ganzen Rätsel. Aber wer weiß, vielleicht bin ich auch gleich durch. So, was gibt's denn hier? Ein Gemälde. Es gibt ein kleines Gemälde. Nimm doch mal das kleine Gemälde. Das kannst du doch bestimmt nehmen. Wie, das brauchst du nicht mehr. Was ist das denn? Das Bild, das
du von Dads Pokal gemacht hast. Ach, das wurde hierher gebracht. Ah, dann zeigt das Bild möglicherweise einen Gral. Verstehe. Deswegen sammeln die Nazis das. Ich habe ja damals im Schlafzimmer nicht erkannt, was da auf dem Bild abgebildet war. Ein Pokal natürlich. Das kannst du nicht mitnehmen. Ah, das ist ein Gemälde des Grals. Was soll man schauen? Sieht aus wie ein Gemälde des Grals. Drück mal. Ziehen. Öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Schauen. Nehmen. Klappt nicht. Benutzen. Einschalten, ausschalten ist auch ziemlicher Blödsinn. Was gibt's denn hier drin alles? Klar, es geht wieder raus. Es gibt diese beiden Gemälde, genau. Ich hole mal kurz meine Notizen. Ich habe mir aufgeschrieben, was da in den Katakomben unten stand. Welche beiden Möglichkeiten es gibt für den Gral. Und die beiden Möglichkeiten waren entweder die Beschreibung aus einem Gedicht aus einer Abtei oder ein Bild aus einem Zeitungsausschnitt. Das heißt, die Abbildung hier auf dem Bild ist wohl nicht der richtige Gral. Kannst du den Pokal irgendwie mal den Pokal mit dem Gemälde benutzen? Nee. Oder den Pokal mit dem anderen Gemälde. Also mit dem Pokal habe ich jetzt noch nicht so viele Dinge gemacht. Ich könnte den Pokal natürlich auch mit Bier füllen. Aber bringt das was? Ich glaube nicht. Ich bin im Safe. Aber was gibt's hier? Ich werfe mal einen Blick ins Gral-Tagebuch. Vielleicht bringt das hier was. Na, okay, das bringt auch nichts. Kannst du irgendwas Tolles mit der Peitsche machen? Nein. Kannst du mit dem Krug das Gemälde zerstören? Was, die Sprossenleitung war für das Flugzeug, ne? Genau. Tja, ich dachte irgendwie in dem Safe geht's jetzt toll weiter, aber irgendwie gibt's hier wohl nichts mehr. Nach unten kann er auch nicht. Links, klar, ist die Wand. Gibt es da irgendwie einen Stein, den man drücken kann oder so? Also was soll das hier, wenn ich das Gemälde? Kann man das vielleicht irgendwie auch zur Seite schieben, wie das Bild draußen? Ich glaube, das habe ich schon versucht. Das klappt nicht. Dachte mir gerade, da könnte vielleicht irgendwie ein Stein in der Wand sein. Ein geheimer Schalter oder so. Aber nö, da ist nix. Da ist nix. Na dann, ab nach draußen. Ist ja schon irgendwie komisch. Na gut. Safe Tür schließen. Bild zurückziehen. Bloß kein Verdacht erwecken. Das Gemälde hatten wir schon. Das große Gemälde ist das. Vor dem Sa vor dem Safe. Puh. Also hier gibt es wohl dann irgendwie doch nichts. Ich hätte eigentlich gehofft, dass in dem Safe jetzt, wie gesagt, irgendwas Tolles drinsteckt. Ich dachte jetzt nicht irgendwie, dass die den Gefangenen da reintun, den Vater oder so. Aber zumindest mal irgendeinen Hinweis, wo der Gral sein könnte oder so. Hätte ich schon super gefunden. Naja. Ich habe leider immer noch nicht rausgefunden, wie man die Ausdauer wieder auffüllen kann. Deswegen will ich jetzt auch hier dieser Wache aus dem Weg gehen. Ich glaube nicht, dass ich da runterkomme. Ich habe gespeichert, ne? Ja, ich habe unten beim Safe gespeichert. Ich bin jetzt mal so mutig und versuche hier hinter der Wache herunterzugehen. Scheiße, da kommt sie. Schneller rein, schneller rein, schneller rein. Hui, ich glaube, das war knapp. Gut, oh, okay, sie hat mich angesprochen. Die Rosen sind ganz zerdrückt. Das hat bei den anderen nicht geklappt. Ja, du hast vergessen, sie zu bügeln. Dann. Ach, verdammt, da ist natürlich kein Offizier.
Ah, nein, 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 nicht sterben, Indy, nicht sterben. Nicht sterben, nein. Oh. Das hat nicht geklappt. Also ich muss diese Wache wohl tatsächlich. Diese Wache muss ich entschärfen, damit ich da unten hin kann. Ich habe keine Ahnung, was es da unten gibt. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Wache entschärfe. Ich versuch's nochmal. Habe ich nach dem Safe gespeichert oder vor dem Safe? Ich glaube, ich habe vor dem Safe gespeichert. Ja, ich habe vor dem Safe gespeichert. Dann gehe ich da nochmal kurz rein, dass das im Spiel abgelegt ist, quasi, dass ich da drin war und mir das angeguckt habe und so. So, schau dir das Gemälde an. Bla bla bla, Gemälde des Grals. Brauchst du nicht mehr. Brauchst du nicht mehr. Kannst du nicht nehmen, kannst du nicht drücken, kannst du nicht ziehen, kannst du nicht öffnen, kannst du nicht schließen. Hingehen, geht nicht, nehmen, geht nicht, benutzen, geht nicht. Also ab wieder nach draußen. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas im Hintergrund gespeichert wird, dass das getan hat oder nicht. Aber ich rechne einfach mal damit. Und deswegen tue ich das noch kurz. So, bevor ich jetzt hier rausgehe und mich der Wache stelle, speichere ich nochmal. Nämlich genau hier. Und ich glaube, die Zeit für die Folge ist auch schon wieder abgelaufen. Ja. Deshalb sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal.